Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumberjack Dynasty. Ich wollte schon wieder Landwirtschaft sagen. Werd's irgendwann lernen oder auch nicht, keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Wir sind hier am Großverkauf unserer getrockneten Bretter, haben schon eine Fuhre komplett mit Brettern und eine Fuhre mit den Spanplatten zusammen verkauft. Wir müssen noch ein paar Mal fahren. Aber es leert sich hier so langsam, aber sicher. Jetzt die. Achso, davon ist noch einer drin. Komm mal her. Die nehme ich gleich mal mit. So. Dann fahren wir hier mal zurück. Hier sind vier noch drin. Wie habe ich jetzt hier noch? Verdammt. Ich habe noch 8, 9 Stück noch drüben. So, in dem nicht geöffnet. Ich habe insgesamt noch 13 Stück. Holstein, ich kann den Holstein also auch da aufnehmen. Okay. So, dann sind da noch 4 drin, da 3 drin, sind 7 plus, das sind 8. Ja, also 8 Paletten habe ich dann noch, die ich dann noch fahren muss. Naja, müssen wir noch zweimal fahren. Ist ja nicht weiter schlimm. Ich hoffe nur, dass wir dann irgendwann genügend Geld zusammen haben, um uns aus den Klauen. Nein, Klauen muss ich ja nicht. Er gibt uns ja eine gute Gelegenheit, hier reich zu werden, beziehungsweise was zu machen. Hier haben wir unseren Wald übrigens, den haben wir schon zur Hälfte weg. Da müssen wir dann natürlich die andere Hälfte nehmen wir dann am morgigen Tag runter. Wir werden heute nochmal vielleicht eine Quest oder so irgendwo nehmen, so eine Reparaturquest oder ähnliches, dass wir das dann da nochmal fertig kriegen. Damit wir dann auch mal gucken können. Oh, guck mal da, der ist auch wieder in den weichen Beton gekommen. Eieiei. Er hat sich schon zur Hälfte rausgekämpft. Ah, es hängt bloß noch mit dem Hinterrad in dem weichen Beton fest. Alles klar. Werden uns wahrscheinlich noch irgendeine Reparaturquest hier annehmen, damit wir da ein bisschen Social Points, beziehungsweise auch daran angeschlossen, die Dingspunkte noch ein bisschen zu kriegen, noch ein bisschen Geld zu verdienen nebenbei, um uns vielleicht eventuell dann noch ein Waldstück weiter zu kaufen oder noch mehrere Waldstücke oder ein großes Waldstück noch zu kaufen, welches wir abholzen. Das ist sozusagen der große Plan an der ganzen Geschichte hier. Natürlich reich werden, natürlich eine Frau finden, aber das ist alles noch nicht implementiert. Ja, kaufen. Da gibt es ja jetzt im August eigentlich den Plan, da doch ein bisschen noch was hinzuzufügen. Ich glaube, da sollte dann das schon gehen mit dem ganzen Social Life, mit dem Frauensuchen. Oder war das das letzte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste mir dieses Bild von der Roadmap nochmal raussuchen, damit ich das nochmal angucken kann, was hier eigentlich noch geplant ist, was sie alles noch einbringen wollen. Die Viehzucht soll ja auch noch dazukommen. Und ja, es wäre natürlich schön, wenn man da irgendwo mal Hühner im Stall hätte, mit den Eiern noch Geld machen könnte, sich da Sachen von kochen und backen könnte. Das hat und hätte natürlich viel, viel Schönes. So, holen wir ihn hier noch. Gegenverkehr reingefahren. Das Rad wird immer dreckiger da hinten. Ich weiß aber nicht, wo ich durch den Modder durchfahre, dass das Rad da hinten so direkt wird, aber das könnte hier sein, ne? Kann man die putzen? Gibt eine Möglichkeit, die zu putzen? Irgendwo ein Kercher oder so? Hm, naja. So, wie voll bist du denn noch vom Tank? 90%? Na, dann. Da können wir noch ein bisschen hin und her fahren mit. Hat uns auch schon gute Dienste geleistet, also das war schon gar nicht so schlecht, dass wir den gekauft haben. Klar war es, wenn man es nicht weiß, ne, am Anfang die Quest, wenn man die eine Quest dort nicht Ende macht, dass man dann das Fahrzeug quasi dann geschenkt bekommt. Rechtzeitig erfüllt. Ich habe mich zwar auch riesig über das Geld gefreut, was ich gekriegt habe, aber natürlich wäre. So, dann müssen wir da noch einen rausholen. Sehr schön. So, ab geht's. So, dann haben wir das alles schön verkauft. Achso, schon mal. Huch, das war knapp. Naja, egal. Hat aber gepasst. Kein Unfall gebaut. Das ist das einzig Gute. Der KI-Verkehr nimmt sehr viel Rücksicht auf meine Unfähigkeit, Auto zu fahren. Das ist wirklich sehr, sehr rücksichtsvoll.
Da bedanke ich mich auch recht herzlich beim KI-Verkehr nochmal, auch wenn er manchmal für manche Skiblüten sorgt. So, dann wollen wir die nächsten 1800 auf unser Konto gut schreiben lassen. Das wäre natürlich auch. Oh, schon bei 10.000, ne? Haben wir schon überschritten. Ah, ich weiß gar nicht. Können wir gleich sehen. Wir sehen ja gleich unseren Kontostand, wenn wir das da. Ganz zart rumfahren. Da muss man ausweichen. Das ist diese Brücke, die ist schon echt lustig, ne? Naja. So. Das war auch knapp. Den hätte ich jetzt so, wenn der jetzt gebremst hätte, wäre ich den wahrscheinlich voll in die Seite gerammelt. Das. So. Ums Eck, diesmal fahren wir wieder so rum. Oh. Mann. Hey, drückt. 1800 Euro abgegrast. Dann sind wir bei 11.731 Euro auf unserem Konto. Sehr schön. Da breche ich doch fast in Begeisterung aus. Oh, das war gut. Bin noch ein bisschen vom Gas gegangen. Aber das ist ja richtig, da könnte man schon wieder sagen, Begeisterung. Das ist ein Spawnpunkt wahrscheinlich von Autos da und der ist ein bisschen zu niedriger. Wir sind hier immer in einer Brücke drin. Vermute ich jetzt einfach. Das war schon abgeschnitten, ne? Die Brake tested me. Naja. Ja, Formel 1 ist jetzt Wochenende auch schon wieder gewesen, ne? Da bin ich ja natürlich auch voll dabei. Oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt hier rauskommt. Nehme jetzt einfach mal am Stück auf. Da freue ich mich schon drauf, das gucke ich nämlich gleich wieder. Das Rennen von 70 Jahre Formel 1, also Silverstone fahren so nochmal eine Runde. So, die anderen beiden Bretter, bringe ich die noch hin? Ja, ich bringe die noch hin, ne? Machen wir noch schnell fertig die Fahrt. Die Tour kriegen wir dann auch noch hin. Und dann sind wir alle Bretter los. Dann können wir nochmal ganz kurz auf die Uhrzeit gucken, aber ich denke mal, es ist jetzt schon 9 oder 10 Uhr. Werde ich den lieber bis morgen früh um 6 nochmal pennen. Und uns dann ganzen Tag sozusagen gönnen. So. Kommen wir damit nochmal los. Wie gesagt, also man könnte, hätte theoretisch eigentlich auch mitnehmen können, ne? Weiß nicht, ob ich die denn verkaufen kann, wenn die am Kran hängt, aber ich hätte sie mitnehmen können und ich hätte natürlich dann erstmal vom Kran runternehmen können. Wir holen mal auf der falschen Seite. Entschuldigung. Aber muss schnell gehen. So. Versuchen wir die Kreuzung hier nicht zu schneiden. Klingt mäßig. Haben wir schon wieder so einen kleinen dreckigen Kahn hier. Sieht aber auch aus. So dreckig. Ah ne, der ist braun. Dreckig ist auch ganz schön. Ding gewesen. Kann ich mal eine Runde durch den Fluss paddeln. Und wieder sauber. Süßwasser ist nicht so ganz schlimm, aber nee. Also das ist ja hier in meiner Gegend, ist ja doch beim Winter dann immer ein bisschen mehr Schnee. Deswegen ist hier auch mal sehr viel Salz auf den Straßen. Das gefällt mir immer persönlich nicht, weil das immer dafür sorgt, dass der auch relativ schnell kaputt geht. Und ich glaube, die von VW, also ich besitze ja ein Polo, die von VW, die haben da eine Sollbruchstelle, nämlich dieses Flexrohr, heißt das wohl, bei denen. Und dieses Flexrohr, das scheint so ein bisschen aus Hutblech zu sein, weil das habe ich jetzt in 3 Jahren, die ich das Auto besitze, wirklich 3 Jahre. 3 Jahre. Einmal TÜV habe ich es noch gemacht, ne? Ja, 3 Jahre habe ich es jetzt. Habe ich das Ding schon 2-mal gewechselt. Einmal kurz nachdem ich es gekauft habe und jetzt vor. Boink, das hat wieder nicht geklappt. Und jetzt vor kurzem wieder. Also, das war wirklich. Das ist wirklich schade, weil es kostet auch jedes Mal richtig Geld. Gut, klar, das ist. Austausch, das Geld kostet, das, da hätte man, muss man jetzt nicht der große Rechenkünstler sein, das kriegt man auch so hin. Aber wie gesagt, also mir gefällt das nicht unbedingt. Naja. So. Gut, wir haben jetzt hier schon mal jede Menge Material geholt. Die Räder sind komplett pottendreckig dort. Da gucken wir mal gleich, ob ich da bei mir in meiner Werkstatt etwas habe, um das Fahrzeug zu reinigen, um eventuell den Dreck von den Rädern zu putzen. Also das ist hier wirklich ekelborstig. So möchte ich meinen LKW an den nicht zurücklassen. Interessant sind, dass die Rücklichter
Und noch schon mal farbig. Und feuern wir hier mal hin. Gucken mal, ob wir hier irgendwas haben, was so kerchermäßig aus. Treibstofftank zu Hause. Okay, ja, da kann man da Zugriff drauf. Und hier. Hier irgendwie die Möglichkeit, die Dinger zu putzen mit irgendeinem Material. Und das ist ein Schweißgerät. Eine Hauswuchtmaschine. Hier haben wir einen Kompressor. Jetzt hier öffnet. Oscar. Laptop. Jetzt geöffnet oder aktiviert. Da oben die Tür, oder? Ja. Gut. Also ich finde hier erstmal nichts. Abfegen können wir sie noch, aber mal vorne ein bisschen ein. Also da finde ich erstmal nichts, wie ich das sauber kriege. Das finde ich schade, weil das hätte ich ganz gerne gemacht. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, wie spät haben wir es denn schon? Es ist schon Mittag, verdammte Axt. Das ist aber gut schnell rumgegangen. So, dann gehen wir jetzt noch mal hier bei unserem Blumen gucken. Wie sieht der aus? Nass, nass, nass. Das sieht ganz gut aus. Dann gehen wir hier noch mal in unseren Gewächshaus hinein. Da sehen wir, dass die alle blühen. Und noch keine roten Fragen, auch die Tomaten noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. So, gut. Achso, wie ist denn das da drin eigentlich mit der Feuchtigkeit? Die noch gut. Ich hoffe, das ist rein. Oh, ist gerade so noch eine Grenze zum Optimum. So, Apple haben wir immer noch keine neuen. So, kann ich noch irgendwas aufstellen hier auf dem Hof? Ich glaube nicht, ne? So, ich wollte mal unten in das Lager gehen, genau. Mal gucken, ob ich da noch Honig gebunkert habe. Speisekammer. Da ist noch zweimal Honig drin. Nennen wir viermal Honig, etwa sechsmal Honig. Dann haben wir sechsmal Honig. Das ist schon mal gut. Naja, hier passt ja einiges rein in die Spatz. Sehr schön. Ein Weinballon. So. Gut. Dann das auch geklärt. War noch was hier? Jetzt können wir noch mal ganz kurz in die Küche gucken. Jetzt so ein bisschen was gemacht kriegen. Von dieser Krieg. Was da dafür habe. Kräutertränke. Da kann ich zwei von machen. Das ist das Shampoo, ne? Das bringt auch jeweils 200. So. Und dann haben wir hier fehlt uns ein Nachtblatt und hier fehlt uns ein Buddies. Hier ist noch mehr. Oh, schön, wir haben noch viermal Honig. So. Gut. Also Nachtblatt und Buddies brauchen wir, um unser Dings herzustellen. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Geschäftspartner, du musst deinen Onkel ausbezahlen, um Sägewerk zu übernehmen. Ja. Nicht. Ja oder nicht? Ja. Mal zurückspringen, steck mal aus. Also hier steht jetzt keiner, ne? Dann können wir noch mal ganz kurz rüber gehen zu Onkelchen. Vielleicht geht das. Vielleicht redet er jetzt mit mir ganz kurz und vielleicht ausbezahlen will, aber ich denke mal dafür zu wenig Geld eingenommen. So, aber dann werden wir uns noch ein paar schöne Waldstücke dann zulegen und die dann abholzen. Schau mal, ob hier jemand da ist. Vielleicht kriege ich auch noch ein paar Bohnen von. Ach, guck mal, Onkelchen ist da. Schauen wir mal. Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Gut geht's mir. Hallo, Onkel. Wie geht's? Alles gut. Wie immer. Danke. Okay, du bist mir nichts. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nein, im Moment nicht. Na gut. Ich muss los. Tschüss. Ciao, ciao. Gut, okay. Also, da haben wir nichts weiter gekriegt.
Also sehr schade, aber so ist es nun mal. So. Dann gucken wir mal, was gibt es denn hier so für Missionen? Hier wäre Mission, finde das verlorene Schaf. Und hier wäre, finde das verlorene Schaf. Hier oben wäre Reparaturauftrag. Und hier oben wäre eine Transportmission. Ach, kriegen wir da hin beim verlorenen Schaf. Dann mal schnell nochmal über die Karte, suchen den Schaf. Was sollte denn uns hier aus nochmal ein bisschen Spaß bringen? So, wo kann ich da langfahren eigentlich? Völlig egal. So, Christine, komm mal ein bisschen aus dem Buschen hier. Machen wir das verlorene Schaf noch fertig und vielleicht haben wir dann noch eine Stelle, wo wir ein paar Kräuter bekommen, dass wir die dann vielleicht eventuell noch loswerden oder beziehungsweise dann pflücken können nebenbei. Hat ja auch immer was Positives. Hier oben sind wir schon Schafe rum. Aber das wird wahrscheinlich kein verlorenes sein. Verlorene Eier kenne ich noch. Das ist aber auch nicht schön, sowas. Will man auch nicht haben. Dann muss ich hier gleich mal reinfahren zu dem Schafhirten, der einfach wo Schaf hat. Ich denke mal, dass wir mal einfach so der kleine Kran hier irgendwo hier in der Nähe wird jetzt einer rumstehen, dem ich dann die abnehme, das verlorene Schaf zu finden. So, ich nehme an, hier einer von den Kameraden wird das sein. So. Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Okay. Du? Hallo. Oh, hallo. Hi, Zoe. Oh, Zoe. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Eins meiner Schafe ist verloren gegangen. Würdest du es mir gern bringen? Na klar. Machen wir glatt. Wechsel Sex zu denken. Sicher, okay. Kein Problem. So, ein paar Setzlinge dazu und ein bisschen das. Ich glaube, der Entwickler steht doch so ein bisschen auf dieses Schulmädchen. Na egal. So, wo könnte ein verlorenes Schaf sein? In die Richtung könnte eins sein. Dann laufen wir den Punkt mal an. In diese Richtung. Ob die ja mal. Ja. Die Richtung. So, könnte aber weit weg sein, das Schaf. Ach, guck mal, da unten haben wir ja links gebaut. Haben wir ja hier das Dörfli gebaut da. Ferienhütten. Ah, Wasser. Schwimmen ist ja nicht der schnellste. So. Hier haben auf jeden Fall mal ein paar Pilze. Nehmen. So, aber keine Kräuter. Warte. Na gut. So, jetzt müssen wir hier nochmal über die Straße drüber. Okay. Weiter in die Richtung. So, auf jeden Fall Kräuter. Das ist, glaube ich, sogar ein Kraut, was ich brauchen kann für so ein Shampoo. Bullis? Bullis brauchte ich auch, ne? Für Shampoo.
Ich bin mir ja nicht sicher, ne? Aber muss der Stein hier sein? Verlorenes Schaf, armes kleines Ding. Satt, Wohlheim B. Hast du Wohlheim B? Ja. Ich würde es ja gerne mitnehmen, aber schaltet sich jetzt ziemlich schwierig. Ach, du grüne Neune. Nur gut. So möge es sein, dass dieses Schaf, im Grunde hier noch eine Erdbeere, dass dieses Schaf jetzt genau an diesem Stein hängt und wir es dann nicht rauskriegen. Das wäre natürlich eine fiese Operation. Aber wir haben ja noch ein paar andere Punkte, die wir ablaufen müssen und können. In den Richtungen. Wir werden uns dann mal hinbewegen. Ich denke mal, wir gehen erstmal wieder zurück zu unserem Auto. Denn wir haben eine ganz schöne Strecke zurückgelegt hier. So. Da lädt sogar ein bisschen was nach. Dann steigen wir wieder aus. So, dann sind wir nämlich vom Startpunkt hier erstmal schon wieder hier. Können wir gucken. Da hinten waren wir jetzt. Dann gucken wir mal lieber in die Richtung hier. Vielleicht finden wir es eher da. Als an all den anderen Stellen. Hier sind wieder Pilze. Also das hat ja da schon dieses verlorene kleine Schafsymbol gegeben. Also das ich vermute fast, dass es da unter ist, aber nein. Nicht. Aber das Gute ist, wir können mal schnell zurück teleportieren zu unserem Auto, weil wir das da stehen haben lassen. Nix. Weiter in die Richtung hier. Lass uns. Oder eigentlich langsamer? Nö, ne? Den großen Unterschied. Aber es ist schon ein ganz schönes Gelände, was man hier mal abläuft. Nicht keine Pflänzchen. Die Schafe stehen ja auch immer in so Positionen, die nicht, glaube ich, nicht im kaufbaren Wald sind, ne? Ja. Also wenn es jetzt wirklich da in dem Stein drin ist, ne? Das wäre natürlich fies, wenn die Quest so ist. Meine Autos spawnen ja durchaus auch an Stellen, wo sie nicht hingehören. Oder der Stein, der muss mit irgendeiner Quest erst gedespawnt werden oder so. Vielleicht brauche ich den auch, kann ich den auch, wenn ich diesen, die Brücke da dann irgendwann repariere oder so, gebrauchen und dahin rollern. Das ist schon wieder ein wenig frustbringend. Aber nur ein Geringfügig. Oh, wir haben ja ordentlich Pilze. Das ist das einzig Gute. Es leitet uns halt eben. Und deswegen wollte ich die Quest natürlich auch machen. Also deswegen habe ich dann nachher endgültig hingesagt: Ja Gott, dann machen wir halt die Schatzquest im Kopfe. Weil es bringt mich halt zu solchen Punkten, wo Pilze stehen und wo Kräuter stehen. Und die Kräuter brauchen wir natürlich, unsere Kräutersachen da zu bauen und zu brauen. Und dann damit richtig Geld zu verdienen. Schade, dass wir überall Honig mal dazu brauchen. Vielleicht unseren Tee. Mal mixen, ohne dass man Honig braucht, aber egal. Okay, wir stehen jetzt hier erstmal im Wald und suchen weiterhin nach dem Schaf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Wir sehen uns nächstes Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.